So, ihr Lieben, heute habe ich noch ein bisschen Zeit gefunden, einen Schnelltest zu machen auf Pastel-Mattpapier. Und zwar habe ich ja die letzten Wochen auch verstärkt Porträts gemalt auf diesem Papier mit Pastellstiften, weniger mit Pastel-Matt. Und so habe ich mir mal ein Farbstiftset rausgesucht, und zwar die Carbocello von Stabilo, weil ich finde, dass das die besten Stifte sind auf diesem Papier. Ich benutze sie zwar auch in Kombination mit Pitt-Pastell und Derwent-Pastellstiften, will es aber für euch einigermaßen übersichtlich halten und zeige euch da mal so verschiedene Varianten, wie man Haut auf diesem Papier malen kann. Ich habe immer mit einer Untermalung aus Weiß, Rot und Grün gearbeitet, will aber auch für mich mal als Experiment testen, wie das Porträt denn wirkt, wenn man zum Beispiel das Grün einfach mal weglässt, weil ich halt überlegt habe, ob das vielleicht sogar für Babyporträts besser aussehen könnte, weil die Farbe da ein bisschen frischer wirkt. Genau, und das habe ich jetzt mal vorbereitet. Da habe ich hier ein Reststück Papier genommen, in einer etwas getönteren Farbe, damit man das auch gut darauf erkennen kann. Und nehme euch da jetzt mal mit. So, was ich ja bisher immer gemacht habe, war die Highlights rausarbeiten. Mit Weiß erstmal. Das gilt halt immer, wenn man auf farbigem Papier zeichnet. Weniger braucht man das, wenn man Pastellporträt auf weißem Papier machen würde. Habe ich bisher noch gar nicht getestet, weil ich einfach diesen Untergrund so schön finde, weil man eben die Papierfarbe auch wirken lassen kann. Dann habe ich immer mir einen roten Stift für die Schattenpartien gesucht. Schaffe jetzt hier keinen Übergang, weil das sonst ja rosa werden würde. Dann habe ich im nächsten Schritt Grün über alles hinzugefügt. Ich habe meistens die erste Farbschicht nicht verwischt. Weil meiner Erfahrung nach die Pigmente sich sowieso Schicht für Schicht am Ende mehr bewegen. Häufig habe ich jetzt schon rosa genommen, habe ich aber gesehen, dass man das gar nicht unbedingt machen sollte, sondern jetzt das Ganze mit einem helleren Gelb übermalen. Ich habe da wirklich verschiedene Varianten gesehen. Also mit Rosa hat es halt auch funktioniert, wenn man hinterher Gelb nimmt. Aber mein letztes Porträt hat einen leichten Gelbstich und deswegen benutze ich erst das Hellgelb. Hier benutze ich eine Technik, dass ich schraffiere. Also ich habe erst in die Richtung gearbeitet. Arbeite jetzt quer dazu und werde das, wenn genug Pigmente auf dem Papier sind, verwischen.
verwischen. Dann bringt man das Rosa zurück, damit das Porträt schön rosig wirkt. Den muss ich jetzt anspitzen. Das kann ich euch dann auch gleich zeigen, wie ich das mittlerweile mache. Ich habe hier so ein Schälchen und dann habe ich hier so ein X-Acto-Knife, weil mir einfach egal welche Firma, alle Pastellstifte bis auf die Pitt-Pastellstifte von Faber-Castell ständig im Anspitzer abbrechen. Ja, ich habe auch spezielle Pastellstifte Anspitzer gekauft über den Online-Händler meines Vertrauens, hat auch nichts gebracht. Deswegen bin ich momentan damit am zufriedensten. Das ist ein sehr helles Rosa, das ist fast weiß. Ist für mich jetzt auch eine ganz gute Übung, das einfach mal ohne Motivvorlage ganz frei, Schnauze, ohne viel drüber nachzudenken, zu üben. Auch mal wieder den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, um es ein bisschen zu automatisieren und um ein bisschen mehr so das Sehen zu lernen. Und vor allen Dingen die Übung gleich, mal ohne das Grün zu arbeiten, wird auf jeden Fall auch sehr gut sein. Genau, jetzt fehlt mir ein Rosa. Weil mir das anhand eines Porträts auszuprobieren, wäre mir jetzt ein bisschen zu blöd, weil ich an so einem Porträt ja durchaus relativ lange sitze. Und wenn das für mich dann nicht gut funktioniert, ist es ein bisschen ärgerlich. Genau. Man sieht schon, dass die Farben ein bisschen neutraler sind jetzt. Jetzt gehe ich hier mit einem Pink drüber. Für die Schattenpartie nutze ich ein kräftigeres Pink. Auch zum Beispiel, wenn ich das jetzt an einem Porträt direkt gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich ein ganz anderes Pink benutzt. Aber jetzt, wo das hier nur eine Übung ist, kann man das ganz frei Schnauze benutzen. Ich spreche das mal ein bisschen ab mit so einem Burnt Orange. Und für die Mitteltöne gehe ich hier noch mit einem etwas helleren, so mittleren Pink drüber. Man sieht hier, dass die Farbe relativ hell geworden ist. Und da werden wir gleich sehen, wie gut das jetzt hält, wenn man da mit dunkleren Farbtönen nochmal drüber geht. Hier ist es jetzt zu hell geworden, deswegen noch zu grün. Deswegen gehe ich hier auch noch mal weiter mit Pink drüber. Man sieht, das Grün schimmert immer noch durch. Und jetzt im nächsten Schritt benutzen wir Braun- und Ockertöne. Und vor allen Dingen deswegen und wegen des Grüns habe ich mich für die Carosello-Farben entschieden,
weil das finde ich so am besten, weil das einfach die besten Hautfarben sind. Genau, für die Mitte nehme ich mal so ein helleres Braun hier. Hier gehe ich von einem hellen Hauttyp aus. Hier rechts habe ich einen Kreis extra gemalt. Da kann ich nämlich, wenn noch Zeit übrig ist, das Ganze nochmal testen für einen dunkleren Hauttyp. Hier in diesem hellen Bereich, da gehe ich jetzt davon aus, dass es so der Bereich ist, wo die Sonne am meisten drauf scheint. Da nehme ich jetzt hier ruhig mal einen Ockerton. Ich neige halt immer eher zu gelberen Farbtönen. Das ist einfach so mein Stil. Hier hinten zum Schattenbereich nehme ich jetzt hier so einen Terracotta oder Ockerton. Und gehe hier noch mehr ins Rote. Das ist dann wirklich mehr so Terrakotta, den ich über das Pink drüber male. Es fühlt sich für mich jetzt echt befreiend an, sowas einfach mal als Übung zu machen, ohne ständig kontrollieren zu müssen, ob ich wirklich gerade die richtigen Schritte gehe. Jetzt ist auf jeden Fall auch ein Zeitpunkt gekommen, das Ganze mal zu verwischen. Hier habe ich mal so einen Make-up-Schwamm genommen, den ich nie für Haut benutze, weil ich kaum Make-up trage, weil steht mir irgendwie einfach nicht. Vertrage ich mit meiner Haut nicht und verwische das alles. Man sieht halt, dass man das nicht unbedingt direkt bei den ersten Schritten machen muss. Die Streifen sind nur noch schwach sichtbar. Kann man auch nach den ersten Farbschichten machen. Das Ganze ist jetzt natürlich noch ein bisschen hell. Und jetzt geht's noch mal daran, also das ist jetzt halt quasi der Grundfarbton und jetzt geht es halt daran, die Schattenbereiche, die werden ja hier, und die Highlights mehr auszuarbeiten, weil hier ist es ja definitiv noch zu grün. Das ist halt dieser grünliche Schimmer, den man bei dieser Technik halt haben möchte. Ich habe jetzt hier so ein Grau-Lila genommen von den Carosello. Den finde ich halt auch ganz nett. Vor allen Dingen auf diesem Papier wirkt er so ganz gut, ist aber auch noch zu hell. Den werde ich nachher auch noch abdunkeln müssen. Ich nehme jetzt hierfür noch ein Weiß. Ich habe mir jetzt zwar instinktiv ein Creme rausgesucht, aber meiner Erfahrung nach werden ja meine Porträts ohnehin gelbstichig, deswegen und häufig doch ein bisschen zu dunkel. Deswegen werde ich das hier, das ist so dieser absolut helle bei so einem gut belichteten Foto, so der Lichtschein quasi. Den Stift muss ich auch noch mal anspitzen.
Hier kann ich das auch nochmal schön aufhellen. Und dann nachher bei Bedarf nochmal mit rosa und oder Cremetönen drüber gehen. Und das Grün hat sich schön mit den anderen Farben vermischt. Das sieht man auch auf jeden Fall hier schon. Nehme ich mal für den Schattenbereich hier noch ein Braun. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein recht kontraststarkes Porträt ist. Und dunkel das hier nochmal ab. Und auch hier vermischt sich das Braun sehr schön mit dem Rest. Also die unteren Farbschichten schimmern schön durch. Da kann man zum Beispiel auch noch mal gucken, wie das wirkt, wenn ich hier einen etwas kühleren Ton drüber gebe. So für die kühlen Schattenpartien meinetwegen, wenn das so ein Kinn hier unten wäre. Genau, sobald ich viele Pigmente auf dem Papier habe, ist es häufig so, dass ich dann lieber mit dem Finger verwische, weil dann der Schwamm einfach nicht mehr so viele Pigmente aufnimmt. Hier nehme ich nochmal einen gelben Ton. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass es hier so ein bisschen heller ist wie da. Deswegen nehme ich hier jetzt mehr Gelb, um das zu vermischen. Übergang noch ein bisschen verbessern. Und hier könnte dieses Burnt Orange nochmal drüber schraffiert werden. Hier vielleicht nochmal Ocker. Bisschen gelb, hellgelb, um genauer zu sein. Vielleicht noch ein bisschen rosa. Nochmal verwischen. Genau, die ersten Schichten gehen immer recht schnell und dann kommt man so ein bisschen ins Straucheln. Genau, hier habe ich noch einmal die Farbe Safran von den Derwin-Stiften. Genau, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich mich nur auf die Carosellos beschränke und so schnell geht das, dass ich jetzt doch ganz instinktiv, ohne nachzudenken, auf andere Firmen hinzugreife. Deswegen werde ich gleich mal ein Foto machen, wo ja definitiv die meisten Farben von der Firma Stabilo sind und welche Farben ich als Ergänzung von der Firma Derwent nehme. Ich habe auch die Pit Pastel Stifte, wie gesagt, aber die mehr für die Details. Und ich versuche das hier so übersichtlich wie möglich zu halten und habe jetzt aber beschlossen, dass diese Farben von der Firma Derwent, kommt aus Großbritannien, unverzichtbar sind. Also ein paar Pinktöne, die jetzt so bei Stabilo nicht dabei sind. Und hier vielleicht noch mal ein bisschen heller. Also man sieht, dass das Grün nur noch hindurch schimmert.
und sich schön vermischt hat und jetzt eine einigermaßen natürliche Hautfarbe entstanden ist. Und ich finde, hier sieht man halt auch, dass das durchaus eine recht breite Schicht repräsentieren kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt jemand hat, der sehr helle Haut hat oder sich sehr hell geschminkt hat, dann nimmt man mehr die Farben. Wenn man jetzt einen sonnengebräunteren Typ hat, dann nimmt man mehr die Farben und nimmt halt einfach mehr Brauntöne mit rein. Und wenn man eine dunkelhäutige Person hat, dann würde man auf jeden Fall einfach noch mehr Browns hier mit beimischen. Da gucke ich mal, ob ich das hier auf der rechten Seite hinbekomme. Ansonsten würde ich jetzt einmal drüber springen und das Ganze ohne die grüne Untermalung einmal machen und dann gucken, wie das im Vergleich wirkt. So, ich gehe jetzt hier ähnlich vor am Anfang wie bei dem Beispiel. Und zwar fange ich mit Weiß mit den Highlights an. Brauche bald auch schon neues Weiß, wenn ich so fleißig weitermache wie momentan. Nehme dann so ein warmes Rotbraun für den Schattenbereich. Wie gesagt, ohne wirklichen Übergang erstmal und ohne die Farben hier groß zu verwischen, weil häufig habe ich dann einfach viel zu viele Pigmente genommen und wie man sieht, hier wird das Ganze ja ohnehin ganz am Ende noch weich, ohne gestrichelt zu sein. So, jetzt lasse ich die Farbe Grün weg, die ich hier als Untermalung genommen habe und gehe jetzt einfach mal mit Rosa drüber. Hier jetzt nicht. Hier nehme ich jetzt direkt meine Pink-Töne. Das ist Magenta in dem Fall von der Firma Derwent. Vermischt dieses Knallige mit der Farbe Coral, auch von den Derwent Stiften. Gehe hier für die Mitteltöne auch mit der Farbe drüber. Und hier nochmal mit einem Carbuccello-Stift. Genau, vorher hatten wir Gelb über das Grün gemalt. Die Farbe nehme ich jetzt. Also ich nehme hier eine etwas andere Reihenfolge.
weil ich hinterher dann mit den Brauntönen drüber gehen möchte. Und hier nehme ich direkt meine Terrakotta-Töne. Ich gehe hier wirklich vor, ohne so viel nachzudenken, relativ intuitiv. Weil ich jetzt ja doch schon einiges an Übungen habe. Mag sein, dass man manche eine andere Reihenfolge nehmen würden, aber wie man hier sieht, funktioniert ja meine Technik auf jeden Fall. Mein Handy-Ladekabel reinstecken. Das geht mir ja gleich der Saft aus. Genau, mit Braun über das Pink. Dann hier noch ein bisschen mehr Creme, das noch ein bisschen aufhellen. Es wäre jetzt natürlich genial, wenn gleich rauskommt, dass man das Grün weglassen könnte. Von wegen, ja, ist egal. Aber gut, ist auch ein Ergebnis, ne? Weil ich überlege tatsächlich, ob ich das bei Babys weglasse. Und genau, jetzt haben wir die Mitteltöne. Hier sieht man ja, dass das Pink drunter schimmert. Ich muss jetzt hier noch einmal dieses Braun-Lila für den Schattenbereich drauf. Je nach Lichtstimmung kann man natürlich auch nachher nochmal mit Grautönen drüber gehen. Da funktionieren insbesondere dann so, je nach Stimmung, kalte oder warme Grautöne auch natürlich ganz gut. Aber die würde ich immer sparsam einsetzen, weil das Ganze sonst schnell ja, irgendwie schmutzig aussehen kann. Und jetzt kann man schon mal beigehen und das Ganze einmal verwischen. Da gehe ich auch immer von hell nach dunkel. Hier bin ich ja mit diesen Stift noch ein bisschen dunkler geworden, aber ich finde auch insgesamt schon, sieht man, hier zum Beispiel ist jetzt eine Lücke entstanden, weil ich halt mit dem Schwamm ein bisschen Pigmente abgenommen habe, was hier halt tragischer war, weil weniger Farbpigmente auf dem Papier waren und ich finde, es sieht zwar aus wie Haut, aber es ist insgesamt flacher wie hier. Weil dieses Grün einfach ein
entscheidender Farbton ist, der einfach ganz offensichtlich mit dazu gehört. Und muss man jetzt einfach gucken, womit man diese verstärkte Zweidimensionalität halt ausgleicht. Also ich kann hier zum Beispiel noch mehr Schichten auftragen für den Schattenbereich. Dann jetzt vielleicht hier nochmal mit dem Burnt Orange drüber gehen. Hier nochmal mit Gelb, Hellgelb. Hier nochmal mit einem helleren Creme. Hier in der Mitte noch mal mit mehr Weiß. Das aber auch kälter wirkt. Also ihr müsst mir hier meine Beschreibung ein bisschen glauben, weil man das durch eine Kamera sehr schlecht jetzt erkennen kann. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses hier wirklich zweidimensionaler wirkt. Und die Farben irgendwie weniger leuchten und sie zum Teil einfach zu künstlich aussehen. Jetzt hier nochmal mit Safran drüber und auch die Farbe wirkt nicht. Also die wirkt, die macht das ganze Porträt irgendwie noch platter. Ich weiß zwar, dass viele Porträt-Pastellkünstler ohne Grün arbeiten und dass die Werke auch gut ankommen. Aber mir fällt es auf jeden Fall auf, dass die Bilder zu flach wirken. Deswegen werde ich hier auch gar nicht mehr weitermachen, weil ich meine Wirkung, also das, was ich rausbekommen wollte, meinen Test eigentlich schon fertig habe. Also die Farben wirken durch das Grün ein bisschen gedämpfter, dadurch halt natürlicher, und die Farben, Hautfarben ohne das Grün drunter wirken einfach flacher, zwar ein bisschen klarer, aber insgesamt auch weitaus kälter. Genau. Heute schaffe ich das, denke ich mir, nicht mehr. Ich werde aber mich morgen nochmal dran setzen, um nochmal eine andere Hautfarbe zu malen. Und hier unten werde ich das Ganze nochmal mit Buntstift versuchen, dass man halt hier direkt den Kontrast hat. Pastell versus Buntstift.